Ich meine, natürlich, alle versuchen Hits zu schreiben. Ne? Es ist ja im Endeffekt immer wieder das Gleiche. Die ultimative Hitformel ist ja im Endeffekt A-Moll plus D-Dur geteilt durch Liebe mal mit Krüllen im Quadrat. Ne? So könnte man es ja, wenn das ungefähr ankommt. Aber was nutzt es dann, wenn man heutzutage einen Hit hat? Goldene Schallplatte bekommt man ja, glaube ich, für 2x Daumen hoch bei Facebook und 17 illegale Downloads, oder? Ist nicht mehr so viel. Ist nicht mehr so viel. Und man braucht natürlich... ihr könnt jetzt, glaube ich, noch ein bisschen was lernen. Also der ultimative Hit, so wie ich ihn mir vorstelle, der ist so simpel, also einfacher geht es im Endeffekt wirklich nicht. Ne? Also man braucht natürlich erstmal eine Basis, ganz klar. Und die Hitbasis ist im Prinzip immer die gleiche, das ist... Bumm. Ne? Ein Hit hat als Basis immer Bumm. Das ist die Bumm-Bass, also die Bass. Die Basis-Bass Bumm. Ne? Das geht also natürlich nicht nur einmal Bumm, sondern Bumm, 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 Bumm. Ne? Dann haben wir einen Takt. Ein taktvoller Bumm ist Bumm, 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 Bumm. So. Und dieser Takt wird natürlich dann verlängert, sagen wir 20 Mal Bumm. Da haben wir dann hier Bumm, 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 Bumm. Ich überspringe jetzt einiges. Bumm, Bumm. Und das, das hört im Prinzip nie auf. Ne? Das geht immer. Bum 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 bum. Aber das ist natürlich nicht alles. Ein Hit besteht natürlich nicht nur aus reinem Bum, sondern auch aus Chuck. Und zwar kommt das Chuck direkt nach dem Bum. Ne? Da haben wir nämlich Bum Chuck Bum Chuck Bum Chuck. So, jetzt haben wir im Prinzip also so wird's natürlich nicht mit dem Hit. Ne? So, also wir haben jetzt hier Bum Chuck Bum Chuck Bum Chuck. Gerne auch Bum Bum Chuck. Bum, bum, tschak. Und das muss dann ab und zu mal ein bisschen variiert werden. Da haben wir zum Beispiel hier, bum, tschakka, tschakka. Du schaffst es. Ne? Gerne auch, bum, tschak, 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 tschak. Oder bum, tschakka, tschatsch, bum, tschak, bum, tschak, tschak. Bloß mal auch. Oder bloß, je nachdem. Ja. Und diese Basis. Ganz wichtig muss man jetzt natürlich noch veredeln. Und da ist es wichtig, dass man dann so flippig Kessel Funky Noises drunter macht. Ne? Also zum Beispiel im Pop gerne Wupp. Ne? Wupp ist irgendwie basslastig und groovy, oder? Wupp, das passt eigentlich überall. Bei Gitarristen gerne auch mal ein Oing. Wenn man den Rocksektor ging, dann Oing, 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 Oing. Ja, was haben wir noch? Wir brauchen ganz wichtig. Ja, das ist die Basis für den Erfolg. Das kommt eigentlich vom. Das hat James Brown was, glaube ich. Ne? Da war der erst so. Genau. Also intoniert jeder anders. Ne? Also beim Howard wäre das so. Grönemeyer, ne, das ist eher so ein oh, also da werde ich so, da werde ich oh, ne, bei dir, wie so ein oder so, bei mir so ein oh, ne, ja, kann ich dann, was haben wir noch? Also verschiedenste Effekte, dann das Snirl und Fnip und ne, also das war jetzt natürlich sehr, es ist nicht zielführend, das ist alles jetzt sehr theoretisch.